Hi zusammen, ich grüße euch aus meiner kreativen Ecke heute mal wieder mit einem Video zum Thema Bullet Journaling. Und zwar gibt es heute das Setup für den Monat August und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich starte eine neue Monatsgestaltung ja immer mit dem Deckblatt und auf dem Deckblatt sieht man dann auch schon das Thema, das ich ja für diesen Monat dann ausgewählt habe und was sich dann auf allen anderen Seiten auch immer wieder findet. Und ich muss gestehen, und ich schiebe das jetzt einfach mal auf die Hitze, die wir ja in den letzten Tagen hatten, dass ich mich diesmal irgendwie nicht so ganz für ein passendes Thema entscheiden konnte, denn ich bin zwischenzeitlich dann ein bisschen abgeschweift. Eigentlich sollte das Thema im Monat August ja so ganz unter diesen Bereich der Limetten und dieser grünen Farbtöne stehen. Und ja, da ich jetzt natürlich nicht die ganzen Seiten einfach nur mit Limetten gestalten wollte, ja, habe ich mir noch so ein paar weitere Sommermotive dazu ausgesucht, wie auch die Flipflops, die ihr neben seht. Übrigens ist das ja das Lettering aus meinem vorletzten Video. Ich kann euch das oben nochmal verlinken. Wer das noch nicht gesehen hat und gerne anschauen möchte, kann sich das gerne anschauen. Genau, und ja, bei der Auswahl noch weiterer Motive außer der Limetten und diesem schönen Glas oder Cocktail sind dann außer den Flipflops noch ein paar andere sommerliche Motive hinzugekommen. Und ich glaube, das ist dann auch gar nicht so das Problem gewesen, warum es bei mir diesen Monat etwas kunterbunt zugeht, sondern ja, ich habe neue Stifte bekommen und die wollte ich irgendwie unbedingt mit bei der Monatsgestaltung für den August ausprobieren und austesten. Allerdings habe ich davon nur 5 Farben und ja, kein Grünton dabei gehabt und deshalb ist meine Monatsgestaltung für den August ja ein bisschen chaotisch abgelaufen, aber man könnte auch sagen, ich habe 2 Themen in einem Monat verarbeitet. Genau, und ja, damit ist das Deckblatt dann auch schon fertig und wir starten mit der nächsten Seite. Das ist eigentlich bei mir wie immer. Ich habe auf der zweiten Seite dann immer Platz für meine Ideen und Inspirationen. Das heißt, hier schreibe ich einfach immer so, ja, kurze Stichwörter nieder, was mir einfällt, was ich in den nächsten Wochen auf meinem YouTube-Kanal für Anleitungen zeigen könnte oder ja, Ideen für das nächste, für die nächste Monatsgestaltung im Bullet Journal. Genau, und hier entsteht jetzt auch sofort schon der farbliche Kontrast zu meinen grünen Limetten. Hier ist die erste Seite, bei der ich die neuen Stifte getestet habe. Und ja, habe mir einfach noch die Schiffchenmotive und den Sonnenschirm und die Sonne selbst ausgesucht und das Ganze gestaltet. Und auch wenn diese beiden Themen jetzt eigentlich nicht so gut zueinander passen, bin ich gar nicht traurig darum, denn ja, es hat mir natürlich Erfahrungswerte gegeben und mich weitergebracht. Ich habe mir nämlich ja, ein ganzes Set von diesen Stiften bestellt, damit ich in Zukunft mehr mit diesen Stiften und nicht unbedingt mit meinen Pinselstiften und Wasser so viel in meinem Bullet Journal malen muss, und habe somit jetzt eigentlich alle Farben, die man so braucht, dann zukünftig vorhanden, mit denen ich dann gleichzeitig nicht nur malen, sondern auch lettern kann. Und genau. So, und um diese Seite dann abzuschließen, steht quasi jedes Schiffchen für eine Inspiration. Und ja, sollte ich vor Inspirationen explodieren, werde ich noch ein paar Schiffe dazu malen. Als nächstes geht es dann auch weiter wie gewohnt in meinem Bullet Journal, denn die nächste Seite ist die Monatsübersicht, in der ich für jede Woche ein Kästchen habe und ja, in das ich dann meistens reinschreiben kann, welches Thema oder welche Anleitung ich in welcher Woche auf meinem YouTube-Kanal hochladen möchte. Und genau, damit habe ich eine Übersicht. So, und damit ich meinem Motto Kontrastprogramm auch treu bleibe,
gestalte ich diese Monatsübersichtsseite wieder mit den Limetten und ja, benutze hier natürlich wieder die Pinselstifte und jede Woche ist sozusagen dann eine Limette. Ja, ihr könnt ja unten mal in den Kommentaren schreiben, welches ja, der sozusagen beiden Themen aus meinem Monat August euch besser gefallen und ja, was euch inspiriert, was ihr vielleicht gerne in eurem Bullet Journal übernehmen wollt. Und würde mich mal sehr interessieren. Und ja, gerne schreibt mir einfach auch neue Ideen, was ihr vielleicht zum Beispiel auch in meiner Septemberplanung gerne sehen würdet. Dann kann ich das vielleicht ja, in meine Bulletplanung einbauen für den nächsten Monat. Genau, ich trage mir jetzt hier noch die Wochen. Tage von bis in jede Woche ein, also in jede Limette, und damit ist diese Seite fertig gestaltet. Und auf der nächsten Seite geht es jetzt weiter mit einem ganz neuen Thema, nämlich mit den sogenannten Habit Trackern. Die habe ich bisher noch nie verwendet und wollte das aber ja dann doch gerne mal austesten mit 4 verschiedenen Dingen, die ich für mich oder meine Zeit, meinen Alltag, glaube ich, ganz sinnvoll finde, die mal zu tracken. Und zwar möchte ich ja, meine Zeit über den Tag verteilt so ein bisschen kontrollieren oder besser wissen, wie viel Zeit ich in welche Dinge investiere, und habe mir da 4 Themen ausgesucht. Einmal ja, die Arbeit an meinem YouTube-Kanal und an den Videos, dann die allgemeine Zeit, die ich so sonst auch dann privat auf den Social-Media-Plattformen verbringe. Und dann ist mir ganz wichtig, mehr Zeit für mich selber mir zu nehmen, für Dinge, die mir gut tun, sei es jetzt Bewegung draußen oder was lesen oder Wellness oder ja, was auch immer. Und das vierte Thema hat bei mir die Überschrift Bible Study. Ja, ich habe das eigentlich eine ganze Zeit lang gemacht, gerade so in der Zeit, wo meine Tochter noch ganz, ganz klein war. Da habe ich ziemlich viel in der Bibel gelesen und habe die studiert und zu verschiedenen Themen auch bearbeitet. Und das hat mir total gut getan und weitergeholfen, ganz oft. Und ja, das ist so ein bisschen bei mir eingeschlafen, beziehungsweise total eingeschlafen. Und das würde ich ganz gerne wieder öfter machen. Und möchte mich dabei auch mal tracken, um das vielleicht so mit wieder in Gang bringen zu können. Und ja, ich habe bei dem Habit Tracker die Farbtabelle neben benutzt mit insgesamt 7 Farben und habe das in verschiedene Zeiten aufgeteilt. Ich muss mal gucken. Also es ist mein erster Tracker, den ich jetzt im Bullet verwende, und von daher, ja, muss ich das Ganze auch erstmal austesten und gucken, ob das vielleicht zu viele Zeiten, zu viele Farben sind, oder ob ich das ja, für den nächsten Monat vielleicht etwas anders gestalte. Wir werden sehen. Meine einzelnen Plätze für die Habit Tracker sind auf jeden Fall ganz normale Kästchen, wo ich oben drüber schreibe, was ich tracke, und genau, das mache ich hier in Form von so einer Wimpelkette und habe dann unten mit so schönen Schablonen, oder die Wimpelkette ist auch mit so einer schönen Schablone gemalt. Da habe ich einige von, die ich mir extra hierfür bestellt habe, findet ihr auch im Internet, gar nicht teuer. Und genau, dann habe ich diese Kreise auch mit so einer Schablone verwendet, um mir die kompletten Monatstage dann in den Kasten, in die Kästchen einzutragen. Und das ist auf jeden Fall was ich wieder machen werde, was mir sehr gut gefällt. Und mit solchen Schablonen ist das auch echt super schnell und super einfach. Genau, und somit kann ich jetzt dann jeden Tag oder jeden kleinen Kreis mit der entsprechenden Farbe anmalen und habe dann am Monatsende rechts unten dieses Kästchen, wo ich die meist verbrachte Zeit oder die durchschnittliche Zeitfarbe dann
für jedes der vier Themen eintragen kann und weiß dann somit, wo ich zu viel Zeit mit verbringe und wo ich ja, zu wenig Zeit mit verbringe. Genau. Ja, und bevor es dann wieder mit meinen kunterbunten neuen Stiften weitergeht, gibt es hier noch ein bisschen Grün und Limetten. Und als nächstes habe ich dann auf die Seite oder zwischen die Seite meine Habit Tracker noch zwei schmalere Seiten eingebaut oder eingeklebt, wo ich mittendrin einen separaten Money Tracker verwenden möchte. Und auf den Außenseiten habe ich mir überlegt, mache ich auf die linke Seite Platz für Special Moments, also spezielle oder besondere Momente einzutragen, und auf die rechte Seite einfach ein bisschen Platz für Dinge, für die ich dankbar bin. Genau, und im Prinzip hätte ich das jetzt eigentlich ja in Form von Limetten oder Schiffen vielleicht darstellen sollen, aber ich fand das in anderen Videos, die ich gesehen habe, total toll, diese Idee mit den Polaroid-Fotos das Ganze darzustellen und mit dieser Linie, die sozusagen eine Fluglinie darstellt, und diesen Papierflieger am Ende. Und das wollte ich unbedingt ausprobieren und habe das jetzt hier einfach eingebaut und auch mit meinen neuen Stiften kunterbunt angemalt. Genau. So, dann kommt, wie gesagt, mitten auf dieser kleinen Doppelseite mein Money Tracker. Da möchte ich mich mal wieder so ein bisschen kontrollieren, was ich so im Monat ausgebe, für was ich das Ganze ausgebe, und also generell halt Einnahmen, Ausgaben, und unten auch ein Feld für meine Wünsche oder was ich gerne anschaffen möchte, und genau, was ich dann vielleicht auch angeschafft habe oder wie viel es kostet, wofür ich sparen möchte. Und hier seht ihr zum Beispiel auch, dass ich mich schon mal vermale, und das ist auch gar nicht schlimm. Dann klebe ich mir da was drüber und schreibe das einfach neu. So, und auch ja, dieser Form bin ich bis jetzt treu geblieben, da mein Bullet Journal ein komplett Blanko Bullet Journal ist, auch nicht gepunktet ist, mache ich mir gerade bei sowas immer diese Linien, die farblichen Linien in diese verschiedenen Kästchen rein, damit ich da besser reinschreiben kann und einen Anhaltspunkt habe. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den Wochenplanungsseiten. Der letzte Bereich in meinem monatlichen Bullet Journal. Und da habe ich auch wieder übernommen, was ich im Vormonat gemacht habe. Und zwar, dass ich die einzelnen Wochen mitten mir kleiner gestaltet habe, also ein Stück abgeschnitten habe und nur die erste und die letzte Seite aus diesem Monat komplett gelassen habe, und somit dann links immer eine To-Do-Liste über den ganzen Monat sehen kann und auf der rechten Seite auch. Das hat sich als gut und sinnvoll bei mir bewiesen, und deswegen werde ich das beibehalten. Und hier ist mit meinen neuen bunten Stiften auch wieder alles unter dem Motto Schiffchen, Sonnenschirm, Sonne und kunterbunt. Aber wie ich finde, ist die Wochengestaltung richtig, richtig gut geworden. Es gefällt mir total gut, und ich bin mittlerweile verliebt in diese Seiten. Die Anordnung der einzelnen Tage habe ich auch beibehalten, also so übernommen, wie ich die im letzten Monat gestaltet habe. Fand ich für mich eigentlich auch sehr praktisch und sinnvoll. Ich habe das mal eine ganze Zeit lang einfach nur senkrecht gemacht, und ja, jetzt mag ich es aber im Moment so mit diesen waagerechten Kästchen. Und ich bin mal gespannt, ob mir im September vielleicht dann mal was Neues einfällt, aber genau, hier beschrifte ich jetzt wieder jeden Tag, und jeder Tag bekommt ein Schiffchen, in dem ich dann halt auch das Datum eintrage von dem jeweiligen Tag. Und auch hier mache ich mir wieder solche Hilfslinien. Die neuen Stifte in den Pastelltönen eignen sich hierfür super, super gut.
Mit denen kann man diese Linien sehr schnell zeichnen oder malen und die sind dann auch nicht zu kräftig oder zu dunkel. Genau, und was ich in diesem Monat noch ausprobiert habe, ist die einzelnen Kästchen zusätzlich nochmal mit einem Rahmen zu umranden. Und das habe ich auch bei einem anderen YouTube-Video gesehen und wollte das ausprobieren. Und es gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Ja, und an dieser Stelle kann ich vielleicht einfach mal sagen, dass ich mir die meisten Inspirationen tatsächlich hier auf YouTube hole. Ich schaue mir andere Videos an, welche Themen jemand verwendet, welche Art Gestaltung jemand verwendet. Und genau, und ich muss sagen, es gibt sehr, sehr, sehr wenige Kanäle mit YouTubern zum Thema Bullet Journaling, die deutsch sind oder deutsch sprechen. Die meisten finde ich halt eben auf Englisch. Und ich finde, das könnten eigentlich ein paar mehr deutsche Kanäle werden. Vielleicht habe ich auch nur noch nicht genügend gefunden. Naja, schauen wir mal. Und ich werde euch auf jeden Fall am Ende von diesem Video, ich weiß nicht wie viele, so 3 oder 5 YouTube-Kanäle auflisten oder empfehlen, die ich regelmäßig schaue, von denen ich mir Inspiration hole und die ich super, super, super genial finde und die mir richtig gut gefallen. Und ja, schaut doch da auch gerne mal vorbei und holt euch auch da Inspiration. Und hier seht ihr übrigens meinen nächsten Fehler. Ich wollte bei diesem kleinen Monatskalender unten links in der Ecke eigentlich nochmal diese Farbe Lila mit einbringen, mit der ich auch das Wort Wochenplanung oben drüber geschrieben habe und habe aber dann gemerkt, das passt farblich absolut überhaupt nicht ins Bild. Genau, und habe das dann nochmal überklebt und nochmal neu gestaltet. Und ja, jetzt sieht es eigentlich ganz okay aus und somit ist meine Planung für den August auch schon fertig. Und ich zeige euch natürlich jetzt zum Abschluss nochmal alle Seiten im Überblick. Ich hatte erst überlegt, das Deckblatt genauso zu besprenkeln, wie ich das mit diesem linken Lettering auch gemacht habe. Aber ich glaube, dann würden meine Bubbleblasen von diesem Limettenwasser nicht mehr so zur Geltung kommen. Und um diese Limetten ein bisschen spritziger zu gestalten, habe ich da einfach auch noch ein paar Bubblekreise auf die Limetten drauf gemalt. So sieht das Ganze ein bisschen frischer aus. So, dann kommen hier meine 4 kunterbuntesten Seiten, die ein bisschen chaotisch bunt geworden sind. Aber trotzdem gefällt mir jede einzelne auf ihre Art sehr, sehr gut. Und ich werde mir das zum Anlass nehmen und das im nächsten Monat einfach ein bisschen besser umsetzen. Genau. Und ich werde euch dann auf jeden Fall auch von meinen Erfahrungen erzählen, die ich mit den Trackern gemacht habe, ob ich die regelmäßig angewendet habe und ja, wie die so für mich sinnvoll oder auch nicht sinnvoll waren. Das erzähle ich euch auf jeden Fall im nächsten Bullet-Video. Und während ich euch zum Abschluss die Wochenübersicht zeige, blende ich euch gleich auf jeden Fall die Kanäle ein, die ihr auf jeden Fall besuchen könnt, wenn ihr Inspirationen für eure Bullet-Journaling-Planung sucht oder wenn ihr euch von diesem Thema habt anfixen lassen und auch Lust habt, mit sowas zu starten. Bei den anderen YouTubern gibt es auf jeden Fall auch Videos, wie ihr mit sowas startet und auch Videos, in denen es um verschiedene Bullet Journal Notizbücher geht, die da empfohlen werden. Und genau in diesem Sinne sage ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch bis nächste Woche Samstag eine gute Zeit. Ciao, ciao!